und damit zum Matchball in unserer WM-Entscheidung. Rennen 22 in unserer F1 23 mit Team Garay Medody. Wir sind in Season 3 und hier in Portimão, Portugal. Eine unheimlich geile Strecke, die in der Vergangenheit wirklich immer für tolle und spannende Rennen gesorgt hat. Und ich hoffe mir natürlich, dass auch heute das zu einem sehr glücklichen Moment werden wird. Abonniert gerne den Channel kostenlos, lasst gerne ein Däumchen oben da. Und hier haben wir also Portimão. 4,6 Kilometer, 15 Kurven und 2 DRS-Zonen sollten das Ganze hier ziemlich spannend machen. Aber ja, mal gucken. Jetzt geht's mal los. Wir können jetzt den Grundstein für unseren ersten WM-Titel legen. Let's go, Turn 1. Wir wissen, es ist immer ein bisschen schwierig mit den Track-Limits. Ja, da bekomme ich die Verwarnung, das war nicht so sauber. Aber ich habe dadurch jetzt auch kaum Zeit gewonnen, weswegen ich das gar nicht so richtig verstehen kann. Aber gut, hier mache ich es einen Ticken besser. Da gewinnen wir auch ein bisschen Zeit. Aber ich war natürlich jetzt nicht neben der Strecke. Turn 1, wir machen mal... Sektor 1, wir machen mal einen grünen Sektor. Knappe 1,5 Zehntel hier im Delta und ich hoffe natürlich, dass das ein bisschen mehr werden wird. Jetzt hier rauf. Ja, das war gar nicht gut. Das war gar nicht gut bis jetzt. Und bis jetzt eher mau, denn immer wieder Zeit verloren. Ich weiß natürlich, wir können jetzt hier in diesen paar Kurven mit Spätbremsen und so weiter noch richtig viel Zeit gut machen. Aber es schaut mir aktuell nicht so aus, als ob ich hier... Ja, doch, hier gewinne ich ordentlich an Zeit. 2 Zehntel. Wir sind 3 Zehntel schneller als Lewis Hamilton, aber er ist nicht der Führende. Also hoffe ich natürlich, dass auch hier in diesen letzten beiden Kurven was geht. Hier eine andere Linie als Ideallinie und da gewinne ich nochmal ein paar Tausendstel. Und es springt vielleicht sogar rauf bis auf die 4-Zehntel-Marke. Es wird nicht die beste Runde werden, aber es reicht aktuell mal für Startplatz 2. Eine halbe Sekunde langsamer als George Russell. Das ist schon enorm. Das ist wirklich enorm. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. George Russell war im gestrigen Qualifying sehr gut und startete das heutige Rennen von der Pole. Und daneben steht Lewis Hamilton. Und schauen wir uns den Rest der Startaufstellung an. Verstappen, der Wissenschaftler, Sainz, Stroll, Bottas, Norris, Leclerc, Ocon, Oscar Piastri, Tsunoda, Gasly, Hülkenberg, Perez, Magnussen, Joe, Albon, Doohan, Liam Lawson, De Vries und Logan Sargeant. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Es hat dann immerhin für Startplatz 6 4 gereicht, 4 sogar. Let's go, der vermutlich wichtigste Start in unserer bisherigen Karriere. Und wir kommen toll weg, wir kommen besser weg als die anderen alle hier. Als George Russell, Alter, alle auf Gelb, sind eher schlecht gestartet. Und links, full goes Valtteri Bottas, der überholt uns hier außen. Ich war gar nicht darauf vorbereitet und der stiehlt uns ein bisschen die Show. Wir hatten einen bombastischen Start, aber Bottas hatte hier noch einen viel besseren. Gelb hinter uns, gar nicht gut, aber ist gleich wieder grün. Ja, ist auch klar, wenn so viele Leute auf einmal auf eine Handelkurve zufahren. Jetzt geht's hier rauf. Erste Runde. Wir jagen hoffentlich Bottas. Ich weiß noch nicht genau, wie unsere Pace sein wird. Er hat die gleichen Reifen wie Russell, ist mit den gelben gestartet. Das war natürlich jetzt nicht, ja, die Genius-Strategie. Aber vielleicht kann er ja zum Schluss noch was machen. Ich probiere mich hier natürlich ein bisschen alles rein zu pushen. Ich möchte hier unbedingt den Win holen. Aber wir haben natürlich explosive Konkurrenz hinter uns. Wir haben Max Verstappen. Wir haben natürlich Bottas hier. Hamilton noch. Alle auf einer ähnlichen Strategie. Aktuell werden die aber noch alle hinter Russell eingebremst, weil der natürlich so ein bisschen, ja, der Bremsklotz mit den gelben Reifen ist. Der hatte auch ein bisschen beim Start natürlich damit zu tun, dass die ganze rechte Seite etwas schwächer gestartet ist, weil halt er nicht so gut weggekommen ist, mussten die anderen auch einen Ticken ausweichen und wir kommen hier zwar nach, aber sind nicht viel schneller als, ja, Bottas eben. Wir gucken uns noch einmal die Start-Replay an. Wir sind das linke rote Auto. Unser Teamkollege auch sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Verstappen ist auch gut weggekommen. Aber Bottas hier, der hatte, glaube ich, einen Raketenstart. Wie damals in Spielberg. Und ja, Russell gar nicht weggekommen vom Fleck. Liegt aber vermutlich auch an den roten Reifen. An dem Reifenunterschied. Ich meine, der rote Reifen ist natürlich um Welten besser wie der gelbe Reifen. Ja, der Through goes wir, aber da habe ich mir jetzt auch keinen Vorteil verschafft, deswegen gab es auch keine Verwarnung. So, dann, wir sind jetzt hier in Runde Nummer 2, gleiche Kurve wie vorhin angesprochen. Jetzt hänge ich hier im Windschatten von Valtteri Bottas, halbe Sekunde hinter uns, 7 Zehntel ist Max Verstappen hinter uns.
Russell ist immer noch vor Hamilton, was dazu führt, dass die fast 2 Sekunden hinter uns sind. Also das ist gar nicht gut, dass der da noch immer noch die Oberhand hat. Wir sind, ja, da bin ich ganz spät auf der Bremse gewesen. Oder ich glaube, ich habe kaum gebremst. Da rutsche ich auch ordentlich neben die Ideallinie. Doch wir können uns fangen, sind hier jetzt nur noch 4 Zehntel hinter Bottas. Mal gucken, es ist richtig spannend, Leute. Das könnte das beste und vor allem auch wichtigste Rennen meiner bisherigen Karriere werden. Jetzt hier mal an Bottas dran saugen. Der zieht aber auch ordentlich an manchen Kurven. Hat er so einen bombastischen Exit. Schwierigkeit 95 und Traktionskontrolle mittels Selbstbremsen und Selbstschalten. Aber das wisst ihr natürlich bereits. Schaut gerne oben rechts in der aktuellen Playlist vorbei. Und wir kommen hier dran gesaugt, holen uns die schnellste Rennrunde. Es geht Richtung Bottas. Doch ich stecke noch einmal zurück. Das hätte nicht funktioniert hier in Turn 1. Und die ist auch wirklich sehr, sehr schwer zu fahren, die erste Kurve. Wir sind doch fast aus dem DRS-Fenster draußen zu Verstappen. Es ist immer noch George Russell vor Lewis Hamilton, aber der ist jetzt nah dran. Da komme ich weit neben die Strecke, hat mir aber dadurch, glaube ich, kaum Vorteil verschafft. Jetzt hier Ende Runde Nummer 3 und jetzt muss ich aber auch bald mal was machen, denn Max Verstappen klebt mir näher dran wie ich den Valtteri. Und das könnte jetzt natürlich nicht gut ausgehen für mich. Ich hoffe natürlich auch nicht, dass wir das DRS verlieren. Es gibt nämlich nur, ja, diese eine Chance hier auf der kurzen Geraden, kannst du nicht überholen. Das wird wieder nicht reichen. Runde 4, wir kleben hier an Valtteri Bottas. Ja, Verwarnung ist, ja, natürlich, Verwarnung ist da. Die habe ich mir auch verdient und Russell immer noch vor Lewis Hamilton. Wir hier aber jetzt schon im Bedrängnis von Max Verstappen. Bottas kann aber auch nicht richtig wegziehen. Und ja, da hat sich ein bisschen ein kleiner DS-Zug hier um den ersten Platz gebildet, denn es gibt ja nur eine richtige DS-Zone. Ich meine, ich kann mich schon bei der einen dran saugen, nach den ersten paar Kurven, aber natürlich die Haupt, die Capital Straight oder die Main Street ist auf jeden Fall Startziel, da kannst du halt am besten überholen, wenn du natürlich eine gute Exit hast. Und Bottas rutscht, ja. Bottas rutscht und wir könnten hier tatsächlich hier das erste Mal einen Vorteil haben. Jetzt rutsche ich ein bisschen neben die Strecke auf Leder, direkt 2 Zehntel. Der Exit ist wichtig, da probiere ich wieder meine andere Linie vom Training vorhin, vom Qualifying vorhin. Wir kommen gut raus, es ist, ja, wir sind schneller ohne DS, 4 Zehntel, jetzt nur noch 4,5, 410, 366, Windschatten, DRS on, ERS ist on, ohne Windschatten, hier saugen wir uns rechts dran und gehen links an Valtteri Bottas vorbei. Wir sind hier Runde 5, Portugal, endlich auf den ersten Platz, Stand jetzt Leclerc nicht mal in den Top 5. Wir wären easy Weltmeister. Wir brauchen nämlich nur, wir haben jetzt 18 Punkte Vorsprung. Theoretisch kann man 26 hier holen, kann man 26 noch im letzten Rennen holen, das Vegas sein wird, also das wird auch geil. Aber natürlich kann man theoretisch nur 26 Punkte mehr holen in Vegas. Und ich komme hier schon mit 18 Punkten Vorsprung an. Sprich, ich brauche eigentlich nur 8 Punkte mehr und die hätte ich schon. Selbst wenn Leclerc nur Dritter wäre, hätte ich 8 Punkte mehr. Also ich bräuchte diesen ersten Platz nicht, aber es ist natürlich top, denn ich weiß auch nicht, mit welcher Strategie Leclerc ins Rennen gehen wird und ob der vielleicht dann zum Schluss die Roten hat, besser Traktion und so weiter haben wird. Hier jetzt im Windschatten arbeiten wir uns langsam dran. Habt ihr diesen Hugel gesehen? Und dann zack hier und gehen dann links an Valtteri Bottas vorbei. Was für ein unheimlich geiler Move. Ich meine, jetzt war es so eher ein Standard-Überholmanöver, aber die Bedeutung hinter diesem Overtake ist natürlich eine ganz, ganz andere. So, wieder eine Verwarnung. Das sollte ich mir jetzt mal ersparen. Ich glaube, nach der nächsten gibt's ja die Strafe. Also da muss ich jetzt ordentlich mich am Riemen reißen. 6 Zehntel, 8 Zehntel ist jetzt der Valtteri hinten. Verstappen dahinter auch noch gut unterwegs. Und Russell hält sich vor Lewis Hamilton. Das gefällt mir natürlich sehr gut. Es hat sich schon eine Riesenlücke gebildet nach den beiden Ferrari-Jungs. Die sind dann 6 und 7. Ich weiß aber nicht, wo Leclerc ist und wo Carlos ist. Also das weiß ich nicht. Das ist aber ehrlich gesagt aktuell noch egal. Sollten wir hier den ersten Platz ins Ziel retten, kann sogar, nein, ich hole 8 Punkte mit der schnellsten Rennrunde. Sprich, kann Leclerc sogar Zweiter werden, wenn er nicht die schnellste Rennrunde holt. Und wir wären trotzdem Weltmeister. Das Ding ist auf jeden Fall, was ich
allein Brasilien. Brasilien, glaube ich, war der Game Changer. Falls ihr das Rennen nicht gesehen habt gestern, schaut gerne mal rechts vorbei, da habe ich es euch verlinkt. Aber Brasilien war der Game Changer. Wir haben in Brasilien so mächtig viele Punkte geholt. Gerade im Sprint, da sind wir Erster geworden. Ich will nicht zu viel spoilern. Und auch im Rennen. Das war einfach nur so perfekt, dass wir in Brasilien so rasiert haben. Sonst wäre das hier nicht ausgegangen. Natürlich auch mit der Hilfe von einigen anderen und Crashs und so weiter, rote Flaggen. Das war alles sehr weird. Oh, da kommt Bottas mit einem sehr interessanten Move. Der wollte noch ein bisschen reinstechen. Ist nicht gegangen. Oh, dass ich da keinen Track Limits bekommen habe, da danke ich noch einmal der FIA dafür. Ist allzu toll. Aber, das wird noch eine richtig harte Tour werden. Ich weiß natürlich, die roten Reifen, die gehen ein und da hinten geht ein Auto ein. Es ist ein Alfa Tauri. Wir sind jetzt hier in der 10. Runde, Bottas jetzt hier mit 14. Rückstand und wir werden in die Box reingehen. Ich habe es mir lang durchdacht und ich glaube 13 Runden mit dem gelben Satzreifen kann man gut fahren. 79 km/h, was für ein später Move. Box bitte, das ist der wichtigste Boxenstopp von unserem Team in dieser Season. Bitte verkackt ihn nicht. Wir hatten in Brasilien, wir hatten in Mexiko und auch im Rennen davor so viele Probleme. Aber jetzt bitte nicht, Japan glaube ich auch noch. Jetzt geht's los. Top, top, top. 2,3 Sekunden. Sehr, sehr stark. Sehr, sehr gut. Und gleich wieder raus hier. Ich hoffe natürlich, dass wir jetzt in dieser Outlap viel Zeit gut machen können. Loch haben wir genug. Guan Yu vor uns im Alpha. Hinter uns lang nichts. Also Jack Doohan mit 2 Sekunden Rückstand. Guan Yu mit knappen 4. Da ist, ich glaube, da kann nicht viel passieren. Aber natürlich hoffe ich, dass wir den ersten Platz behalten können, Leute. Lasst unbedingt gerne einen Daumen da und abonniert auch gerne den Channel. Falls ihr es noch nicht habt, kostenlos natürlich gerne. Und auch schaut auch gerne auf Social Media vorbei. Ich muss die Werbung jetzt mal kurz reinhauen. Ich freue mich so extrem. Es ist heute ein Rennen, das ich mir nicht besser ausmalen hätte können. Das einfach top ist. Das ist geil. Das war nicht geil. Das war gar nicht gut. Gar nicht gut. Ja. Ein Rennen, das einfach top sein muss und das top sein wird. Jetzt geht mal Valtteri Bottas in die Box. Max geht noch eine Runde länger, macht den Overcut. Jetzt hier der nächste. Esteban Ocon, Perez jetzt auch in der Box. Jetzt sind alle in der Box. Wir holen die schnellste Rennrunde. Bottas jetzt mit 1,7 Sekunden hinter uns. Russell mit den roten Reifen, sage ich ja. Der könnte nochmal eine interessante Strategie hier wagen. Aber all in all hat hier Max Verstappen groß an Raum verloren. Der ist jetzt mit 2,5 Sekunden hinten. Das ist natürlich top gewesen. Er wird natürlich zum Schluss die wesentlich besseren Reifen haben. Er ist 3 oder 4 Runden länger gefahren. Aber ja, das sollte mich jetzt eigentlich nicht stark stören. Bottas auch aus dem DS-Fenster draußen. Jetzt heißt es nur noch managen, Pace halten. Sainz, bitte hab nicht das vor, was ich denke. So ein Perez-Verzweiflungsmanöver. Ich meine, es wäre natürlich eine logische Schlussfolgerung, aber der ist schon sehr weit weg, um sein Rennen wegzuschmeißen. Also, nein, das glaube ich nicht, dass Sainz das machen wird, oder? Wird Sainz das wagen? Kann natürlich sein, dass man sich bei Ferrari dann eine Strategie ausgesucht hat, war aber nicht so. Der ist in die Box gegangen. Ferrari ist zwar an einem McLaren vorbei, aber immer noch hinter beiden Mercedes und immer noch hinter Max und Bottas, also die haben gar nichts gut gemacht mit ihrer Strategie, hat man es eigentlich ja nicht verbessert. Bottas ist allerdings unheimlich schnell, auch Russell, der sollte mir eigentlich noch mehr Sorgen wie der Bottas machen, denn Russell ist mit den roten Reifen, der war 5 Sekunden hinten, sind jetzt nur noch 2,5 und wir haben noch 7 Runden zu gehen, das könnte nochmal sehr interessant werden, die Reifen lassen allmählich nach und ich habe gleich doppeltes DRS hinter mir, also doppelte DRS-Gegner. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob diese 2,5 Zehntel reichen werden. Also das könnte nochmal interessant werden. Ich habe das Ganze jetzt für hier aufgehoben. Wird das reichen? Ja, es reicht. Wir haben so eine unfassbare Pace auf der Geraden. Das ist schon sehr gut. Und da hinten ziehen ein paar Wolken auf. Ich glaube aber nicht, dass es zum Regnen beginnen wird, oder? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Und
Wir sind hier in der 18. Runde, Valtteri Bottas mit 13. hinter uns, Max Verstappen auch noch und George Russell wird sich in einigen Metern dann auch in unser DRS-Fenster reinhängen. Aktuell bin ich so ein bisschen der Zugführer von Portugal. Ich habe ja leider einen sehr starken Magneten. Mann, Russell macht mir so ein bisschen Sorgen, denn der hat da wirklich noch immer noch die vermutlich schnellsten, der hat vermutlich immer noch das stärkste Paket, aber natürlich werden auch seine Reifen schwächer werden. 14. Ich schaff's immer wieder von eigener Kraft, mich von den Jungs zu lösen, aber ja, das ist natürlich immer schwierig. Meine Reifen sind die ältesten von der Gruppe da hier vorne und Hamilton, ja, der holt auch schon langsam auf. Es könnte nochmal eine spannende Sache werden. Ich muss nochmal kurz hochrechnen. Wir gehen mal davon aus, dass Leclerc 6. ist, holt 8 Punkte. Wir brauchen 8 Punkte mehr als Leclerc. Sprich, also müsste ich schon entweder 3., der holt ja 12 Punkte, dann wären es nur 4 Punkte. Nein, der 3. holt 15 Punkte. 15 Punkte, dann wären 7 Punkte mehr mit der schnellsten Rennrunde, 8 Punkte mehr. Jetzt ist Max Verstappen dran an uns. 22. Runde, scheiß auf die Rechenreihe und ja, es reicht noch nicht, aber ja, in der letzten Runde, da könnte es nochmal knapp werden. Ja, die Reifen sind durch. Die Reifen sind durch. Nach 12 Runden ist da kaum mehr Gummi drauf. Und ja, da hinten hat sich jetzt schon ordentlich was angetan. Auch Lewis Hamilton ist jetzt schon näher dran. Ja, Max Verstappen zupft hier raus. Da kann aber noch nicht vorbeigehen. Da habe ich noch die Überhand. Aber Leute, das könnte noch einmal richtig spannend werden. Denn wenn Verstappen vorbei ist, ist auch Bottas nah dran. Ja, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass Russell noch eine Bedrohung sein wird. Der hat abreißen lassen. Seine Reifen werden vermutlich noch tiefer im Keller sein, wie meine. Das ist aber jetzt mal richtig egal. Denn jetzt könnte es spannend werden. Hier den Berg noch einmal rauf. Wenn wir Start und Ziel überlebt haben, dann können wir schon mal einen Teil jubeln. Natürlich haben wir dann nochmal Start und Ziel bis zur Ziellinie dann. Und die ist auch, ja, recht in der Mitte. Also, ja, ich rutsche nur noch durch. Max tut sich ja schon neben uns positionieren. Wir gehen hier weit neben die Strecke. Querpendler, Quersteher jetzt hier. Ja, da gehen wir nebeneinander. Hat er das DS oder habe ich das DS? Mal gucken und es läuft bei uns auf. Wir bekommen das DS und das könnte jetzt tatsächlich unnormal helfen. Dieses DRS könnte jetzt, ja, der Gamechanger gewesen sein. Max Verstappen verkackt bei seinem eigenen, ja, Move. Ist ja normalerweise seine Spezial, ja, sein Spezialgebiet, immer bei den weißen DS-Linien noch hinten zu bleiben. Das hat er nicht gerade schlau gemacht. Jetzt zupft er hier raus und geht innen mal kurzfristig an uns vorbei. Wir schaffen es aber mit einem Reifen hier noch an seinem Heck dran zu bleiben. Da gibt er uns auch noch den nötigen Platz zum Überleben. Hier, ja, da kann ich nicht aus. Da bin ich einfach viel zu spät auf der Bremse und dann rausgerutscht. Aber die Situation ist natürlich jetzt gerade auf unserer Seite. Das Momentum könnte tatsächlich für uns reichen. Wenn wir das schaffen, ja, Mann, Alter, dieser Pendler war gottlos. Gottlos. Sodala. Ach, Mann, ich kann es gar nicht mehr fassen. Ja, guckt euch das mal an. Die Reifen sind durch. Die Reifen sind tot. Und noch einmal hier, jetzt gucken wir uns aber nochmal die Replay an. Für alle, die es nicht mehr warten können, abonniert dabei unbedingt gerne. Und das war so der erste. Guckt euch das mal an. Was war das bitte? Was war das bitte? Wir fliegen da einen guten halben Meter in die Höhe. Runde 22, Max auch hier wieder. Da hat er es ein bisschen verschenkt. Ich glaube, der hat sich da um ein paar Zentimeter verschätzt. Wir bekommen das DS und können dann easy vorbeiziehen. Bekommt er das DS, können wir den Jungen nicht mehr einholen. Das ist ganz klar. Wir sehen es auch bei uns, obwohl uns Reifen so durch sind, hat das Verstappen locker geschafft, hier reinzugehen. Und die Reifen sind tot. Also ich muss da Maximum pushen und es ist dann kaum mehr da Gummi drauf. Das ist wirklich ganz, ganz schwierig zu handhaben, das Ganze hier. Wir zupfen hier raus. Max drückt sich aber dennoch durch mit seinem, ja, mit seinem nötigen Respektabstand hat er sich dennoch hier durchgedrückt. Und jetzt wird es noch einmal spannend, Leute. Reicht das tatsächlich aus? Schaffen wir einen guten Exit aus der Kurve 14? Jetzt sind wir wieder hier. Besagte Kurve. Leichter Drift, aber der Exit war eigentlich okay. Hier
fahre ich eine bisschen eine andere Linie. Jetzt habe ich hier 49% DRS aufgehoben. Max Verstappen setzt sich neben uns. Aber wir schaffen das tatsächlich. Wir gewinnen das Rennen und sind Weltmeister. In Season 3 sind wir das erste Mal Weltmeister, Leute. Danke für euren Support bis hierher. Mann, yes, Mann, Leute, wir haben es geschafft. Es ist der erste Weltmeistertitel für Audi und es ist der erste Weltmeistertitel in F1 23. Was für ein geiler Scheiß. Wir sind Weltmeister. Nicht ich, sondern wir sind Weltmeister. Dank euren kranken Support hier. Abonniert gerne kostenlos. Und sagt zu euren Freunden, zeigt zu eurer Familie, zeigt deiner Oma, deinem Großvater, deiner Schwester, deiner Mutter. Aber es ist wirklich ein unfassbar intensives Season gewesen. Wir hatten wirklich viele Downs, aber ja, gerade die Ups in der zweiten Saisonhälfte, die haben dazu geführt, dass wir hier heute unseren ersten Titel feiern können. Es war ein tolles Jahr und es wird natürlich morgen und übermorgen direkt ins Saisonfinale gehen. Und dann Mission Titelverteidigung und natürlich Mission Konstrukteurstitel. Den haben wir bis dato noch nie erreicht und den werden wir auch diese Season nie im Leben erreichen. Ich brauche endlich einen Fahrer, an dem ich mich verlassen kann. Aber den habe ich mir... Eigentlich habe ich mir so einen guten Fahrer ausgesucht für diese Season. Lasst uns jetzt mal nicht darüber reden. Wir gewinnen das Rennen und ich werde... Mann, Leute. Weltmeister, was für ein geiler Scheiß. Ich kann es nur annähernd fühlen, wie sich die normalen Fahrer fühlen. Also das ist natürlich nochmal eine komplett andere Sache. Aber hier finde ich auch extrem cool. Und wie gesagt, unnormalen, danke für einen unnormal krassen Support in letzter Zeit. Und auch aktuell Valtteri hier mit seinem ja, Schnauzer hier. Ich mag Bottas, ich weiß nicht warum. Er ist ein cooler Fahrer, er ist ein richtig cooler, eine coole Socke. Top Job, wirklich perfektes Rennen. Hätte für meinen Geschmack nicht so krass knapp werden müssen bis zum Schluss. Wir nehmen auch noch den einen Punkt mit und Leclerc wurde sogar hinter Sainz nur siebter und muss zugucken, wie er seine Weltmeistertitelchance erneut verliert. Das ist natürlich dumm. Wir stehlen auch Sainz, die Nummer 1 vom Auto. Ich hoffe natürlich, dass ich die nehmen darf. Ich weiß nicht genau. Gab schon auch den einen oder anderen Bug in meinen Zweispielerkarrieren. Aber wir sind hier mit 38 Punkten Vorsprung ja ganz knapp dran. Auch Max Verstappen hat fast Leclerc überholt noch. Der ist nämlich nur noch mit einem Punkt hinter ihm. Wir gehen eine Runde durch und ja, Norris hat sich von Anfang wirklich gut gezeigt, aber die letzten sicher 4-5 Rennen hat er gar nichts mehr gemacht. Also 1-2 Punkte maximal. Am Anfang ist er mit mir um Siege gefahren, um Pole Positions und jetzt ist er glaube ich so ein bisschen hat er sich da aufgegeben. Ich weiß nicht genau, ob wir seinen Vertrag verlängern und wem wir uns da nehmen werden. Schreibt eure Ideen gerne in die Kommentare. Wie gesagt, vielen, vielen Dank für euren Support. Ohne euch wäre das hier nie möglich gewesen. Es ist eine längere Folge und ja, ihr werdet es auch merken, eine Premierenfolge, denn es ist auch der Matchball für unseren WM-Titel, das vorletzte Rennen. Ah, Mann. Heute Weltmeister zu werden, hätte ich auch nicht geglaubt. Das ist wirklich top gelaufen. Und wie gesagt, vielen, vielen Dank. Wir kaufen uns hier noch einen neuen Sponsor. Müssen da aber natürlich auch ein bisschen darauf blicken, dass der für die nächste Season auch noch zählt. Also sollten wir da auf jeden Fall aufpassen, wen wir da nehmen. Und ja, wir sind jetzt auch hier Level 3. Viel kann ich mir noch nicht leisten. Das werden wir dann vermutlich mit den Abrechnungen, da wo es 20 Millionen oder so geben wird. Wie gesagt, Saisonrennen. Nummer 23, das auch gleichzeitig das Saisonfinale sein wird, das gibt es dann in Las Vegas. Ich kann auch schon mal spoilern, dass die nächste Season nicht mehr so viele Rennen beinhalten wird. Es wird eine 16 Rennen Season und da werden auch viele Rennen drin sein, die ich persönlich extrem gern habe und viele Rennen drin sein, fehlen werden, die vielleicht für manche als typisch vom Lerns oder auch als Standard- oder Traditionsstrecken oder so, werden ein paar fehlen, aber auch ein paar geile Strecken werden drin sein. Und ich hoffe natürlich, dass auch da in der Season 2 endlich der Konstrukteurstitel fallen wird. Aber jetzt mal zuerst Las Vegas. Abonniert unbedingt auch dafür gern kostenlos den Channel. Lasst gern ein Däumchen oben da und schaut auch gerne auf Instagram, IT-Gaming oder auch gerne auf TikTok, jetzt-Tobi vorbei. Und was für ein unheimlich geniales Rennen. Danke für euren Support
Und ja, ihr dürft natürlich jetzt auch nicht glauben, dass Las Vegas morgen langweilig wird, denn es ist immer noch die Chance da, dass McLaren uns den vierten Platz in der Konstrukteurs-WM stehlen wird. Schaffen wir das? Schaut gern vorbei und bis morgen. Und